Was geht ab, Leute? Ich bin's, euer Fabe, und die Acer Predator Masters Powered by Intel Season 2 Finals stehen vor der Tür. Am 11. bis 14. Februar wird es hier passieren. In den Take TV Studios hier in der alten Linnerstraße in Krefeld. Und um $40.000 wird hier gezockt, also massig Kohle für die Top 8 Teams der Liga. Welche Teams das sind und warum ihr unbedingt dabei sein solltet, das erzähle ich euch jetzt. Die Top 8 der Liga, die werden hier vor Ort um die $40.000 kämpfen. Der erste Platz kriegt 20.000. Letzte Season war es Hellraisers und die Champions werden auch diesmal versuchen, ihren Titel zu verteidigen. Mit dabei natürlich wieder Mouseboards. Diesmal Alternate Attacks, auch als deutsche Beteiligung mit am Start. Wir haben E-Frag, Flipside Tactics, Vexed Gaming, Lounge Gaming und Pantas. Diese Teams werden hier vor Ort sein, mit denen könnt ihr eine Runde chillen, über das Spiel philosophieren oder einfach an der Bar ein genüssliches Bierchen trinken. Ja Leute, CS wird natürlich das Highlight sein hier auf den Finals, aber selbst wenn euer Lieblingsteam nicht ins Grand Final kommt, ja dann ist für eure Unterhaltung natürlich bestens gesorgt. Wir haben Kicker, wir haben Tischtennis, wir haben die Dance Dance Revolution Maschine, wir haben Konsolen, wir haben Arcade Maschinen, wir haben Dart, wir haben Air Hockey, ihr hört's schon, Unterhaltung ist am Start, ihr werdet auf jeden Fall hier euren Spaß haben. Das ganze Spektakel könnt ihr euch natürlich hier live vor Ort anschauen. Chillt euch einfach auf die gemütlichen Couches oder aber hier in den Kinosaal. Und wenn ihr ganz artig seid, könnt ihr natürlich am letzten Tag mit Chris J hier im Love Seat das Ganze verfolgen. Valentinstag, Leute. Und ja, damit würde ich sagen, zusammengefasst nochmal, 11. bis 14. Februar hier bei uns in den Take TV Studios, Alte Linnerstraße 93 bis 97 in Krefeld. Und Karten gibt es natürlich online unter apm-finals.eventbrite.de oder aber an der Abendkasse. 5 Euro für einen Tag ist, denke ich, okay. Ich hoffe, wir sehen uns da und sage bis bald.